Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen mal wieder ein kleines Ründchen Pikmin. Und zwar wollen wir in das Zentrum des Waldes reisen, denn dort fehlen uns noch drei Schiffsteile, die ich hoffentlich versuchen kann zu bergen. Ich glaube nicht, dass wir alle drei Teile bergen können. Ich wäre schon froh, wenn wir zwei schaffen würden. Aber alleine schon, wenn wir nur eins schaffen würden, hätten wir schon den Soll des Tages erfüllt. Einzig und allein schlimm wäre es, wenn wir kein einziges schaffen würden zu bergen. Ich bin gespannt, was dieser Tag für uns bereithält. Schauen wir uns mal an, wo die Teile vergraben sind. Ach, das eine war im Wasser. Oh nein, das war dieses Teil. Ich erinnere mich mit diesen ekelhaften Fröschen. Okay, pflücken wir mal ihn hier, weil er ist schon eine Blume. Und dann holen wir uns restliche Wasserpikmin aus der Zwiebel raus. Ich erinnere mich an den letzten Part. Ich habe die perfekte Strategie für diese Frösche gefunden. Und ich habe festgestellt, dass ich die Gegner besiegt habe. Die feuerspeienden Gegner des ewigen Todes. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wieder da, denn das wäre ziemlich, ziemlich doof. So, erstmal hier die blauen Pikmin ein bisschen aufpumpen lassen hier bei den Nektartropfen. So, und wie ich das sehen kann, sind hier keine feuerspeienden Gegner, die mir hier den Spaß verderben könnten. Oh doch, da hinten ist noch einer. Oh nein. Ich hoffe sehr, dass der nicht in dem Weg ist, den meine Pikmin gehen möchten, um das Schiffsteil abzutransportieren, denn das wäre doof. So, mitkommen. Kompanie mitgekommen jetzt. So, Abmarsch. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir stehen geblieben sind beim letzten Part. Das ist, wie gesagt, eine neue Aufnahme. Oh, und ich mag es nicht so ganz gerne, dass es hier so unfassbar dunkel ist. Okay, die Gegnerschaft da sieht eigentlich nicht so aus, als ob sie hier mich stören würde. Das Schiffsteil ist direkt hier. Mal gucken. Wir haben doch bestimmt genug Pikmin dabei, um das abzutransportieren. Toll, mein Dioxinfilter. Er ist oberhalb des Raketenantriebs angebracht und filtert die Abgase des Schiffes, sodass keine Giftstoffe in die Atmosphäre gelangen. Das bedeutet auch, dass ich in der Lage bin, mir diesen Planeten anzuschauen, ohne seine Atmosphäre zu vergiften. Ein gutes Gefühl. Ja, Greenpeace wäre dankbar. Dioxin, ist das nicht dieses ekelhafte Zeug, was auch in Nagellackentferner drauf ist und welches voll stinkt? Ich glaube, das war das. So, ich bin gespannt, welchen Weg ihr wählt. Wehe, ihr geht durch die feuerspeienden Monster, die böse dort schon auf euch lauern, nur um euch zu rösten. Dann wäret ihr sehr dumm und ich ein schlechter Anführer, weil ich euch da reinschicke. Einfach so. Wehe, ihr geht da lang, ey. Dann werdet ihr alle sterben. Wählt keinen dummen Weg. Nein, ihr seid zu dumm. Ihr seid einfach zu dumm, Leute. Tut mir leid, aber ich muss euch erstmal hier abstellen und mit roten Pikmin nochmal hier das Areal reinigen von irgendwelchen Gegnern. Ey, das ist ja super nervig. Voll die Zeitverschwendung wieder mal. Hätten sie einfach eine bessere Wegfindung gehabt, dann wäre das alles hier nicht passiert. So, dann müssen halt die roten Pikmin hier wieder den Tag retten. Rote Pikmin, kommt her. 30 sollten eigentlich reichen, oder? Ich hoffe 30, dann hätte ich insgesamt 70 im Feld. Ach nee, die ganzen die im Boden sich befinden, zählen ja auch noch zu denen, die im Feld aktiv sind. Oh, die müsste ich eigentlich mal pflücken. Aber lohnt sich eigentlich gar nicht, solange die keine Blüten sind. Und da oben ist doch einer jetzt stecken geblieben. Na, jetzt komm mit hier, du Wurst. Nein, was tut ihr denn? Was tut ihr? Niemand hat euch das befohlen. Diese Rebellen, ey. Das ist ja wie im Kindergarten hier. Die machen nur das, was man ihnen nicht sagt. So. Alter! Ja, es ist zwar schön, dass ihr hier den Nektar haben wollt, aber kommt lieber mal mit hier und macht das, was euch gesagt wird. So, der hier ist sehr gemein. Der steht nämlich in der Nähe des Wassers. Und ich finde das ziemlich uncool. Probieren wir es erstmal mit diesem hier aufzunehmen. Ich glaube, das ist eine Nummer sicherer. Auf ihn mit Gebrüll! Auf ihn mit Gebrüll! Ich glaube, der kann uns eigentlich nichts anhaben, weil wir haben doch nur rote Pikmin und die sind ja komplett resistent gegen die feurigen Angriffe seines Schnäuzers. Mal gucken, ob er überhaupt einen von uns töten kann. Nee, keinen einzigen. Das ist natürlich richtig genial. So, und er hier guckt jetzt auch in die richtige Richtung. Das finde ich sehr cool. Das heißt, er pustet uns nicht komplett ins Wasser. Das war nämlich schon mal eine ziemlich doofe Sache, die ich erleben durfte damals, als ich gegen den hier gekämpft habe. Das war ein tragischer Part. Aber das wiederholen wir nicht nochmal, denn ich lerne aus meinen Fehlern tatsächlich. Tötet ihn jetzt, ihr Würste! Und dann könnt ihr die Gegnerschaft hier direkt abtransportieren. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr Gegner, die ich übersehen habe, denn das wäre doof. So, wie viel brauche ich dafür? Bestimmt einige. So, hier alles abtransportationieren.
Zur Basis bringen jetzt, Leute. So. Und das Schiffsteil kann auch abtransportiert werden. Dafür haben wir hier jetzt die blauen Pikmin abgestellt. So. An die Arbeit, ihr Spezialisten. So. Damit sind alle Pikmin erstmal mit Aufgaben versorgt. Und ich sage euch, weh, ihr geht einen scheiß Weg. Wo geht ihr lang? Wo geht ihr lang, Leute? Das ist nicht euer Ernst. Okay, hier wollen noch Leute auf die Fresse haben, wie es aussieht. Ach nein, ihr seid zu dumm dafür, die Gegner anzugreifen, ey. Das gefällt mir nicht. Ihr sollt die Gegner angreifen, ihr verdammte Kacke. Auf sie mit Gebrüll. Ich wünschte, Olimar könnte auch hier irgendwie seine Faust des Todes schwingen und hier einfach mal ordentlich auf die Gegner raufknallen. Aber er ist halt nicht so kämpferisch begabt. So, er hier darf auch gerne noch sterben, dieser hässliche Käfer. Wieso hat er uns überhaupt angegriffen hier? Das ist eine Unverschämtheit. Eine Amtsanmaßung hier. Ich bin Captain Olimar. Und da ist noch so ein hässlicher Käfer, ey. Oh meine Güte, ey. Tötet den jetzt. Das kann doch nicht wahr sein hier. Und tötet auch den jetzt bitte schnell. Oh, natürlich hat das nicht gereicht. Ich glaube, die Käfer hier transportiere ich mit andersfarbigen Pikmin ab. Ich glaube, das ist eine schlaue Idee. Warum gehen die Blauen einen anderen Weg als die Roten? Das ist voll unlogisch. Mann. Es ist auch unlogisch, wie viel Zeit ich hier mit diesem Gegner verschwende. Ich hätte so viel Zeit schon besser investieren können. Aber nein, er fliegt ja hier durch die Gegend. Kann ich ihn vielleicht aus der Luft irgendwie... Nee, aber jetzt ist er hoffentlich... Oh, immer noch nicht, Alter! Das ist doch nicht möglich! So, na immerhin, der Dioxinfilter ist angekommen im Raumschiff. Und damit haben wir das Ziel des Tages erreicht. Dioxinfilter. Auch im Weltall gibt es strenge Auflagen zum Umweltschutz. Obwohl es keine Atmosphäre gibt. Ich habe 17 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 12 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffs erhöhen. Ja, hoffen wir, dass wir das mal bei Gelegenheit schaffen. Und jetzt möchte ich gerne endlich mal diesen Spacken hier besiegen. Der nervt mich schon. Und ich sehe schon jetzt, dass wir das niemals schaffen werden in diesem Part. Und der die ganze Zeit hier unsere Aufmerksamkeit frisst. So, sterb doch jetzt mal. Oh Mann, er hebt mal wieder ab. Das ist so ein Sack, Alter. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wollte ich sowieso nicht den besiegen, ey. Ist ja unfassbar. Unfassbar einfach. So, blaue Pikmin, euch brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ihr dürft gerne in eure Zwiebel zurück und auch die, die hier noch im Boden vergraben sind, dürfen euch das gleich tun, damit ich mehr Platz habe einfach für mehr Pikmin auf dem Feld. Ich glaube, diese Begrenzung von 100 Pikmin wurde einfach eingeführt, weil der GameCube nur eine begrenzte Rechenleistung hatte. Und dementsprechend musste man irgendwo Ressourcen sparen und das war hier natürlich direkt angebracht. So, weg mit euch, ihr blauen Kolleginnen. Kollegas! So, und die restlichen, die ich hier im Team habe, die roten, dürfen auch mal chillen. So, ich möchte mit gelben gerne die Sachen abtransportieren, die da unten noch rumlagen. Und dann möchte ich demnächst auch mal hier weiterkommen. Möchte mal ein bisschen hier was schaffen in diesem Part. Irgendwo gab es auch noch Mauern wegzusprengen, habe ich gesehen. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob sich das überhaupt noch lohnt. Ob sich das überhaupt noch lohnt. Wir sind sowieso nur noch ein oder zwei Tage in diesem Areal. Deswegen, weiß ich nicht. Ist es das wert, frage ich mich. So, erstmal hier diese Blumen kaputt machen. Denn Blümchen dürfen nicht überleben. Damals die Popsängerin nicht und jetzt auch nicht. Hier, diese Pikmin-Blumen. So, dann, ich glaube, ich habe genug, um das hier alles abzutransportieren, oder? Ich hoffe mal. Das wäre doof, finde ich. So, alle hier ans Werk, Leute. Ans Werk. Ihr Spezialisten. So, und die restlichen da bitte dran. Ja, ich habe noch 4 übrig. Jetzt kommt hier an diesen Nasenbären. Dankeschön. So. Jetzt haben wir das geklärt. Und jetzt ist die Frage, was wir als nächstes machen. Ich weiß, dass es hier diesen hässlichen Bossgegner gibt. Den mag ich nicht gerne. Aber ich weiß auch, dass es auch noch dieses biolumineszente Tal gibt. Und ich glaube, da möchte ich als nächstes hin, oder? Oder? Ich glaube schon. Hier gibt es auch noch eine Wand wegzusprengen und da hinten sogar noch eine. Oder? Es gibt hier 2 Wände noch wegzusprengen. Oh mein Gott, das ist ja mehr als einem lieb wäre. Aber erstmal holen wir uns ein paar rote Pikmin hier aufs Feld und versuchen ein paar Gegner zu schnetzeln. In dem ekelhaften Tal der naturleuchtenden Farbstoffe. Denn das und nichts anderes heißt es, biolumineszent zu sein. So, auf geht's, Pikmin, auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Erstmal hier noch aufpumpen mit Nektar, oder wie? Na gut, wenn ihr unbedingt wollt, aber dann macht hinne. Wir haben nicht ewig Zeit, der Tag ist schon wieder halb vorbei. Immer dieser Zeitdruck, ey.
War das in Pikmin 2 und 3 eigentlich auch so, dass es so Zeitdruck gab? In Pikmin 3 natürlich, weil man ja diese Früchte nur hatte. Und man musste immer Früchte sammeln, um sich quasi eine neue Ration für den Tag zu sammeln. Aber in Pikmin 2 weiß ich es gar nicht. Gab es auch ein Zeitlimit so? War es auch so hektisch? Naja, wirklich hektisch ist es ja nun nicht, aber... So, komm mit jetzt! Wirklich hektisch ist es ja nicht, aber... Na gut, wir versuchen es natürlich trotzdem in dem Zeitlimit zu schaffen und auch halbwegs effektiv zu sein. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Mal schauen, ob das gelingt. Und man kommt hier noch gar nicht zu dem Bossgegner, weil da noch eine steinerne Wand den Weg blockiert. Komm mal her hier jetzt, ihr Roten. So ein ekelhaftes Pilztal hier. Da ist ein Frosch. Aber ich weiß inzwischen, wie man mit Fröschen umzugehen hat. Deswegen machen wir das ganz geschickt. So, ganz wenig schicke ich nämlich nur auf ihn. Tada, und das ist voll schlau. So, tada, das ist die perfekte Strategie, ey. Ich bin so froh, dass ich die rausgefunden habe. Ohne nachzugucken, muss ich dazu mal sagen. Also, richtig professionell. Nein, geht weg da! Nein! Nicht zerquetschen lassen. Zerquetschen lassen ist doof. Und tatsächlich sind zwei meiner Pikmin bei dieser Aktion gestorben, ihr Würste. Ihr seid auch Trottel. Oh, zwei sind auch schon runtergefallen. Mann, ey, ihr seid ja Säcke. Einfach nur Säcke sind das. So, sollt ihr jetzt sterben mal so langsam? Alter, wieso fallen die auf einmal alle runter? Ihr steht da ungünstig. Okay, ich hoffe, da ist keiner mehr gestorben bei der Aktion. Ich lasse die Dinger erstmal noch da und erkunde erstmal hier weiter das Gebiet. Hier sind nämlich ekelhafte Gegner noch. Zum Beispiel hier diese Krabbelviecher, die mich um meine Nerven bringen wollen. Wo ist denn das Teil? Hat er hier das Teil? Er ist das Teil. Das Ding ist das Teil. Ja, dann würde ich sagen, wir prügeln uns mit dem, oder? Ist das ein Gegner? Ich glaube. Was muss ich machen gegen dich? Ich werfe einfach meine Leute voll auf dich rauf. Es wäre, glaube ich, schlau, auf die Weichstelle, wie auch beim echten Sport, immer auf die Weichteile des Gegners. Und das ist hier in diesem Fall der Stumpf. Und dieser Gegner ist zum Glück gar nicht so heftig, wie ich dachte. Ich hoffe, er macht jetzt nicht den epischen Move of Awesomeness, der mich wegschnetzelt. Aber nee, sieht nicht so aus. Geht mal weg da vorsichtshalber. Wer weiß, ob er noch explodiert oder so. Okay, er ist geliefert. Er ist geliefert und er hat ein Schiffsteil für uns. Das ist natürlich cool. Welches Schiffsteil denn? Das da. Ich habe den Omega-Stabilisator gefunden. Er ist absolut notwendig, damit mein Schiff korrekt geradeaus fliegt. Der Stabilisator hat mich durch so manche kosmischen Stürme geleitet und er sieht absolut cool aus. Dann müssen wir den natürlich direkt mitnehmen. 30 Pikmin brauche ich dafür und ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug, oder? Na kommt, ihr braucht doch nicht so viele. Ihr braucht doch gar nicht so viele. Kommt jetzt. 10 reichen für euer Teil da. So, sollte reichen. Die Pizza wird auch von denen abtransportiert. Und ich habe jetzt noch genug, um dieses Teil hier auch wegzuschleppen. Geil. Ich hoffe, auf dem Rückweg werden wir nicht von ekelhaften Gegnern überrascht, die noch hier übersehen wurden. So, er darf das hier mitnehmen. Ja, ich hoffe, hier sind keine Gegner mehr. Ansonsten muss ich tatsächlich hier noch tatkräftig werden und meine Pikmin zum Kampf befehligen. Deswegen bleibe ich nochmal lieber hier. Man weiß ja nie, ne? Hier sind tatsächlich noch Gegner. Okay, Leute. Leute, ihr dürft noch nicht hier abtransportieren. Ihr müsst noch hier kämpfen. Fighting Angels! Oder so. So, weg mit den Gegnern hier. Die nerven nur. Die nerven doch nur. Oh weh, da ist jetzt wieder einer dabei, der nicht aufhört zu fliegen und total nervig ist die ganze Zeit. Da wäre ich böse drüber. Das sind die letzten Gegner. Ah, nee, da sind noch welche. Oh Mann, ey. Ich dachte schon, das wären die letzten, die hier mir... Ach, ich glaube, die Lilanen, die können nicht fliegen, aber die Grünen, das sind die, die fliegen. Das ist natürlich nervig. Ich nehme mal hier auch ein paar weg. Damit ich hier einfach gegen die Gegnerschaft kämpfen kann. Die ist so nervig. Die ist so nervig. Kämpft jetzt. Drückt euch nicht vor dem Kampfe. Drückt euch nicht vor dem Kampfe, sondern zerstört die Gegnerschaft hier. Das kann doch nicht wahr sein. Die sind so ultra nervig, muss ich mal so sagen. Ey, weil die nicht aufhören zu fliegen einfach. So, er hier jetzt, der Letzte. Komm her, lande. Lande doch endlich. Und jetzt stirb. Ah ne, die gehen natürlich lieber auf... Okay, es hat gereicht. Es hat gereicht, danke. So, helft mit beim Abtransport. Gegner sollten jetzt alle weg sein. Das bedeutet, ich kann andere Pikmin dazu holen, um den Abtransport von den restlichen Sachen zu meistern. Ich hoffe, das schaffen wir noch in der Zeit. Denn das wäre cool. Und im nächsten Part, beziehungsweise am nächsten Tag,
Können wir dann die restlichen Wände da wegsprengen, beziehungsweise vor allem die eine restliche Wand, die ja den Weg zu dem Bossgegner blockiert hat, denn das ist blöd. Ich muss da durch und ich freue mich nicht auf den Bossgegner, um ehrlich zu sein. Ich glaube, gelbe Pikmin könnten für den recht hilfreich sein. Deswegen versuche ich noch ein paar gelbe Pikmin hier heranzuzüchten, indem wir die Sachen abtransportieren. So, pflücke schnell alle. Beschleunige die Arbeit bitte. Ich habe nicht ewig Zeit. Pikmin, Pikmin. Oder was sagen die immer, wenn die hier aus dem Boden gerupft werden? So, den letzten lassen wir stecken. Und dann gucken wir mal, wo die Dinger hier waren, die ich noch abtransportieren wollte. Da waren nämlich so Tiere, die noch rumlagen. Und die kann ich nicht warten lassen. Die müssen auch abtransportiert werden. So, komm her jetzt, du. Hey, du Spinner, komm her. So, wo waren die? Die waren hier. Okay. Da muss ich gleich auch nochmal auf der Karte gucken, dass ja kein Pikmin hier auf dem Weg vergessen wurde. Denn das wäre doof. So, den da können sich welche schnappen. Hier können die sich was schnappen. Und hier ist natürlich die große Treasure Chest of Epic Pikmin Breeding oder so. Habe ich genug für alles? Hey, so viele brauchen wir nicht dafür. Ihr könnt lieber mal hier das Ding nehmen. Oh nein, hier brauche ich noch zwei. Kann ich noch einen vielleicht mobilisieren? Ein Pikmin, ich brauche einen Pikmin. Dankeschön. Dankeschön. So, das könnt ihr mitnehmen. Wunderbar, damit haben wir alles hier abtransportiert. Und ich hoffe, das schaffen wir in der restlichen Zeit auch. Das wäre nämlich genial. So, der, was war das nochmal? Omega irgendwas. Das war irgendwas mit Omega. Omega-Stabilisator. Das ist das Seitenruder des Dolphin. Es sieht ein bisschen lediert aus, aber es sollte funktionieren. Ich mache richtige Fortschritte bei der Reparatur des Schiffes. Ich werde sicher in der Lage sein zu fliegen, auch wenn ich noch nicht alle 30 Teile gefunden habe. Ich habe 18 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 11 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Ja, das werden wir natürlich versuchen. So, Abtransport der restlichen Teile und dann sollte der Tag auch ganz gut gefüllt sein. Wir haben 2 Teile geborgen. Richtig cool. Und richtig viele Pikmin gepflanzt und nur wenige verloren. Da bin ich richtig froh drüber. Das ist ein richtig, richtig erfolgreicher Tag gewesen. Ein Blick nochmal auf die Karte. Habe ich irgendwo noch einen vergessen? Nee, sieht nicht so aus. Die restlichen auf der Karte, die marschieren alle zur Base. Und morgen, also am morgigen Tag, werden wir um dieses Teil uns kümmern. Und das ist dann zeitgleich auch der epische Boss dieses Gebietes. Ich freue mich nicht drauf, denn ich habe schlechte Erinnerungen an ihn. Aber vielleicht jetzt, wo ich es das zweite Mal mache, kann es vielleicht sogar ein bisschen besser funktionieren. Moment mal, das erscheint mir ein bisschen problematisch, weil ihr so langsam seid. Ich versuche mal ein bisschen, bisschen Hilfeleistung für euch zu organisieren, indem ich mehr Pikmin zum Abtransport hier mitbringe. So, hier mitkommen jetzt eben schnell und helfen beim Abtransport der restlichen Teile. Denn ich möchte alle abtransportieren. So, das können noch welche helfen. Da können welche helfen. Hier dürfen auch welche helfen. Oh Mann, das wird viel zu knapp. Ey, das werde ich nicht schaffen, glaube ich. Oh, kümmert euch doch nicht um die Blume hier. Je mehr Pikmin natürlich da dran sind, desto schneller geht die ganze Geschichte. So, High Speed, please. Please, High Speed. Das hier kann auch noch weggenommen werden. Habe ich jetzt irgendwen auf der Strecke liegen gelassen? Das wäre doof. Er hier zum Beispiel. Sonst noch jemand? Nee. Okay. Kiki. So, es wäre toll, wenn ihr es jetzt schaffen würdet, noch bis zum Rest des Tages abzutransportieren. Aber ich glaube, das sollten wir schaffen. Glaub, wir schaffen das. Glaube, wir schaffen das. Oh, die leckere Pizza da hinten. Oh, ich weiß, das ist eigentlich ein Pilz. Das ist gemein. Die tarnen etwas richtig lecker, etwas richtig Ekelhaftes als etwas Leckeres. Das sind voll gemeine Tricks, die hier benutzen. So, Pikmin alle beisammen. Ja, das sieht gut aus. Dann rein in die Zwiebel mit den guten Teilen und ein paar gelbe Pikmin dazu gewinnen. So, und damit war der Tag dann doch erfolgreich. Das war einer der coolen Tage, muss ich sagen, im Vergleich zu manch anderen, die wir hatten. Alles hat genau gepasst zum Ende des Tages hin. Und mal gucken, was Olimar für ein Resümee zieht am Ende dieses Tages, indem er sein Tagebuch führt oder sein Logbuch. So, weg mit euch in die Zwiebel, ihr Pikmin. Im zweiten Pikmin-Teil spielt man ja nicht Olimar, sondern seinen komischen Kollegen, glaube ich. Wie hieß er noch? Ich glaube, er hatte einen anderen Namen und es war ein anderer. Aber er sah ziemlich ähnlich aus. Kommen wahrscheinlich vom gleichen Planeten, namens Hokotate. Und dieser Frosch hat leider kein Opfer gefunden in dieser Nacht. Oh, voll schade, Mann. Ja, traurig.
15 Tage seit Aufprall. Rüssel-Lignis. Ich frage mich immer wieder, wie sich die Lebensformen dieses Planeten entwickelt haben. Diese Kreatur spuckt Feuer in jede Richtung und auf alles. Sind die Pikmin einmal in diesem Inferno gefangen, kommt jede Hilfe zu spät. Wenn sie sich doch nur gefahrlos dem Feuer entgegenstellen könnten. Versuch's mal mit roten Pikmin. So ein Insider-Tipp von mir an dieser Stelle. Oh, gelbe Pikmin, guck mal den Graphen an, wie viele wir Pikmin gelb haben jetzt. Verdoppelt einfach. Wow, das ist natürlich richtig cool. Wir speichern. Und im nächsten Part freue ich mich, euch wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir in den in das Zentrum des Waldes gehen und das letzte Schiffsteil dort bergen. Das wird auf jeden Fall episch. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, Leute, und ciao.